Moin moin Freunde, Shane TSG TV. Und ja, ihr habt es richtig gelesen. Ein Monat kein Schluck Alkohol getrunken. Das ist einfach mega krass. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass es schon mehr oder weniger eine Challenge ist oder war. Es ist einfach 15, ich habe 15 Jahre am Stück eigentlich durchgesoffen. Das ist völlig krank. Also jetzt Real Talk vom Fach hier auf jeden Fall. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu krass. Heute mal in 4K, ich will das mal ausprobieren. Wir sind zwar bloß 30 FPS anstatt 60 auf dem Full HD, aber ist ja egal. Ich denke mal, das kriegen wir auch so hin. Ich hoffe, der Wind stört nicht zu krass. Ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Ich habe hier schon versucht, eine vernünftige Stelle auszusuchen, aber es ist einfach übelst krank. Der Wind ist übelst heftig. Und ich wollte einfach raus. Es ist zu kotzen, aber ohne Witz, Mann. Ich wollte einfach raus, mal ein bisschen rumlaufen. Weil draußen lässt es sich auch viel besser labern, wenn man nicht vorm PC sitzt und die Bildschirme flackern, sondern wenn man einfach hier mal steht. Hier ist ganz cool, ich glaube, hier bleiben wir auch. Ich habe jetzt einen Monat nicht gesoffen. Das ist doch auch der Grund, warum es gerade um 11 Uhr morgens ist oder so. Also morgens in Anführungsstrichen. Habe mich jetzt ein bisschen frisch gemacht und so, bin jetzt rausgegangen. Ist übelst geil. Hätte man nie gedacht, dass ich wie so ein Rentner hier einen Sonntagsspaziergang mache. Aber ich feiere es gerade, ist ganz nice. Und ja, man ist einfach viel fitter. Das ist mega krass. Ich brauche bloß noch 6 Stunden Schlaf anstatt 8 oder 10 oder so. Das ist einfach übelst geil. Die Ernährung hat sich ein bisschen umgestellt. Habt ihr ja alles gesehen. Ihr habt es ja auch mitbekommen, dass keine Drunkstreams mehr kamen. Ja, der letzte Drunkstream ist ein Monat und 2 Tage her jetzt circa. Ob die Drunkstreams... Ich muss da wieder lang. Der Wind, das ist doch krank, Alter. Ob die Drunkstreams komplett aufhören... Weiß ich nicht. Ich denke mal, weiß ich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Party-Vlogs werden auch noch irgendwie kommen, denke ich mal. Aber zurzeit ist es einfach mega nice und ich habe zurzeit echt keinen Bock auf Saufen. Das ist, ich werde zwar Sauftrag weiterhin unterstützen, ich feiere das, ja, ich meine, aber ich werde auch nicht jünger. Einen direkten Grund hat es nicht, außer, dass ich mich besser fühle. Also ich fühle mich echt besser und ich hätte auch nie gedacht, weil man sagt eigentlich so, die Leute, die arbeitslos werden, sagt man ja eigentlich so, gerade die fangen an zu saufen, bei mir ist das genau umgekehrt gewesen. Ich denke mal auch wegen dem Drecksjob und so, ja, hat man eben ein bisschen mehr gesoffen, aber jetzt so ist alles viel chilliger. Boah, ich muss mal rotzen, ey. Und ja, es ist einfach viel besser, man kann das machen, worauf man Bock hat. Ist zwar irgendwo auch scheiße, weil die Einnahmequelle weg ist. Die Haupteinnahmequelle, sage ich jetzt einfach mal so. Ich muss gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich würde so gerne da hinten noch rumlaufen, aber der Wind ist so heftig, Mann. Das ist zum Kotzen. Mein Arm fällt gleich ab, ich wechsle immer. Ja, wegen Kohle ist eben eine Sache. Ihr wisst ja, was ich am liebsten machen würde. Mal gucken, wie es weitergeht. Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Wie gesagt, Aktivität ist am Start. Und ich werde mal gucken, dass ich vielleicht erstmal was für zwischendurch mir ergaunere an Arbeit. Dass er erstmal das Amt die Klappe hält und ja, gucken. Dass die erstmal die Füße stillstehen lassen. Wie auch immer. Ich werde mir da erstmal was suchen, selber was suchen. Also nicht, was irgendwie vorgeschlagen wird, sondern ich gucke, ob irgendwas... Also ich habe mir schon was ausgemalt. Ich werde euch das mal später irgendwann mal berichten, denke ich mal. Und ja, ein Monat kein Suff, Freunde. Das ist krass, ja. Manche Leute denken so, ein Monat kein Suff ist doch kein Problem, weißt du. Aber bei mir ist es übelst heftig. Du musst dir vorstellen, wenn du 15 Jahre am Stück säufst, jedes Wochenende. Ja, und das ist nicht mal übertrieben. Das ist vielleicht sogar noch untertrieben, weil es, glaube ich, noch viel mehr war als nur jedes Wochenende. Die letzten Jahre. Heutzutage war es nicht mehr. Gut, die Leute haben gesagt, ja, Shane, Alkoholiker, macht Drunkstreams. Ich habe dieses Jahr so krass reduziert, ja. Aber das verstehen die Leute nicht. Das ist manchmal so eine Sache, die sehen das und denken, ach ja, Alkoholiker, alles klar. Wirst sofort abgestempelt mit Vorurteilen und so. Aber ist doch scheißegal, juckt mich nicht. Ich mache ja die Videos für die Leute, die es interessiert. Und die gerne hier auf diesem Kanal sind. Wind ist gerade nice, freut mich. Kann ich hier mal kurz stehen bleiben. Und ich habe mega Bock, es weiter durchzuziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, es geht mir besser. Ich werde zwar nächsten Samstag beim Hochzeitstag meiner Oma sein. Also die hat am 14. Hochzeitstag.
Die feiern aber am 16. also ein bisschen essen gehen und so. Ich denke mal, da werde ich ein Bierchen trinken oder zwei. Aber übertreiben werde ich es, denke ich mal, nicht. Ich werde das auch dokumentieren mit einem Vlog. So war das Vorhaben. Ich denke mal, ich werde auch die ersten paar Kilometer zu Fuß gehen, damit ich da fit ankomme. Ich werde auch so pünktlich aufstehen um 7 oder so, um 8, keine Ahnung. Und ich habe mega Bock auf die ganze Scheiße. Zurzeit ist, keine Ahnung, ich fühle mich wie 10 Jahre jünger. Übelst geil. Man hat viel mehr Motivation. Ich stehe pünktlich auf. Wie gesagt, ich brauche weniger Schlaf. Der Stream läuft hier besser. Die Leute haben auch im Stream gesagt, also ich bin jetzt immer auf Twitch, ja, wer das nicht mitbekommen hat. Ich bin seit 2013 auf Twitch und ich will da einfach wieder zurück. Twitch ist einfach besser zum Livestream. Also wenn ihr wirklich Bock habt und euch das angucken möchtet, kommt auf twitch.tv/ShaneTSGTV oder TSGTV, wir sind in Deutschland. Aber TSGTV, das hört sich so, nee, das ist so eine Prise, so. noch das i-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Sahne auf der Torte. So, versteht ihr, was ich meine? Das ist nochmal, Englisch hört sich einfach besser an. Auch im Allgemeinen, auch wenn es schade ist, dass Englisch so auch bei uns übernimmt. Aber das war schon immer so. Oder das ist schon seit Jahren so. Ich guck mal, dass ich den Wind ein bisschen austricksen kann. Ja, was wird es in Zukunft geben, mein Vlogs? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht direkt. Also ich mache sowieso, worauf ich Bock habe. Shane Schiller ist an die Macht. Und, also das wird noch ein Projekt werden. Also seid darauf gespannt, das wird mega. Es wird sehr nice. Ich habe übelst Bock auf jeden Fall. Reviews sind zurzeit übelst heftig. Ja, muss mal spucken, ey. Und ja, es ist zurzeit einfach übelst geil. Du gehst einfach Sonntag. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich hier sonntags mal langlaufe. Um die Uhrzeit wäre ich ins Bett gegangen. Ja? Es ist jetzt mal 11. Ich habe sonst immer die Nacht durchgemacht, gesoffen und so. Jetzt stehe ich hier. Voll geil. Also, es geht auch ohne Suff. Es ist komisch. Es ist komisch, weil ich es absolut gar nicht gewohnt bin. Aber es ist irgendwo geil. Man, es hat Vorteile. Du sparst Geld. Die Gesundheit bleibt besser. Na gut, die Gesundheit ist jetzt, glaube ich, eh Schrott. Ich habe keinen Plan, wie es meiner Leber geht. Ja. Also wer eine Minibar braucht, der schreibt mich einfach an. Dann könnt ihr meine Leber haben. Ja. Freunde. Es ist, ich fühle mich einfach besser. Ich weiß nicht, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt einfach so ein One-Take. Ich mache jetzt heute ohne Intro, ohne Outro, weil es einfach Real Talk ist. Und Real Talk bleibt Real Talk. Und die Scheiße wird so roh hochgeladen in 4K heute. Könnt ihr mal Feedback da lassen, wie die Quali ist. Und ja, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. So. Wie gesagt, Party-Vlogs werden jetzt nicht aussterben, aber ich denke mal, so viel wird es nicht mehr geben. Aber dafür eben viel Real-Life, viel Story auf jeden Fall von früher, von den ganzen Suff-Geschichten. Ich habe Bilder, ich habe alles Mögliche. Ich werde praktisch jetzt die letzten 10 Jahre, in Anführungsstrichen die letzten 10 Jahre, es ist bestimmt weniger, aber so ein bisschen dokumentieren, so ein bisschen euch Storys erzählen von früher, vom Saufen, von, ihr habt ja das schon mitbekommen, was ich so alles erzählt habe, wegen der Anzeige zum Beispiel mit dem Feuerwerk und so und die Bushido-Sache. Und es ist nochmal alles verlinkt in der Playlist hinter diesem Video. Und also am Ende dieses Videos. Ja, und alles, was dazu kommt, die ganzen Suff-Stories und wo ich noch Musik gemacht habe und so, das werdet ihr alles erfahren. Ich habe ja wirklich in den letzten 10 Jahren gut was erlebt. Aber eben nur mit Suff und ja, trotzdem war es geil. Also ich bereue das auf keinen Fall. Ja. Es ist schon ein bisschen eigenartig so, weil man hätte einfach noch mehr machen können. Außer, also wenn man weniger gesoffen hätte. Aber ja, es ist scheißegal. Es hat Spaß gemacht und Spaß muss sein, Freunde, das wisst ihr selber. Und das ist, oder das war der Lifestyle. Ich werde definitiv nochmal irgendwo ein Trinken gehen und so. Das ist ganz aufhören, denke ich mal nicht. Aber zurzeit ist es einfach geil, einfach nichts zu trinken. Weil ich weiß, wenn ich jetzt ein Bier anfange, ich glaube, dann trinke ich auch 2 oder 3 oder 4. Man weiß es nicht. Oder noch mehr. Ja, Sauftrag, ich werde euch trotzdem weiterhin unterstützen. Saufen ist schon irgendwo geil. Aber für mich ist es an dieser Stelle, der exzessive Alkoholkonsum ist, glaube ich, beendet. Ich sag glaube ich, ja. Nein, er ist beendet. Er ist beendet. Es sei denn, ich gehe wieder arbeiten, dann muss ich mich... Nein, Freunde, ich krieg das schon hin, also...
man fühlt sich einfach besser. Und ich glaube, wenn man das erstmal so geschmeckt hat, dieses frischer Draufsein, man lebt einfach, man nimmt das einfach viel besser wahr, als wenn man voll ist. Klar ist es, dass das Vollsein war auch übelst geil. Spricht auf jeden Fall nichts dagegen, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber ich denke mal so, man ist viel produktiver. Okay, im Suff fallen einem auch gute Sachen ein. Gute in Anführungsstrichen. Manchmal sind die guten Sachen eher schlecht, aber naja, ist ja egal. Es wird auf jeden Fall besser. Also Produktivität ist da. Genau wie dieser Scheißwind. Und ich denke, man sagt ja, nach einem Monat hat der Mensch es geschafft, eine Sucht zu überwinden. Und es war schon wirklich eine Sucht, weil man hat einfach Bock gehabt zu saufen. Aber es ist einfach eine Kopfsache. Wenn du sagst, komm, Schalter umgelegt, ich habe aufgehört zu rauchen, okay, ich puff eh Shisha, ja, okay, mit Nikotin. Aber das ist alles eine Kopfsache. Du machst einfach den Schalter rum und dann ziehst du das durch. Und dann hast du es. Also ich weiß nicht, du musst es wollen. Du musst es einfach wollen und dann Punkt aus, ja. Ich war ja sonst immer auf den Trichter so, ja, ich will ja gar nicht aufhören zu saufen, weil, warum? Es macht ja Spaß und das ist geil und das ist einfach viel, die Leute sind viel besser drauf und so. Und ich finde auch allgemein, wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde auch allgemein sind die Menschen in der Gesellschaft einfach viel zu verklemmt und laufen alle irgendeiner Schiene hinterher, in irgendeinem Mainstream und versuchen das dann mit Suchtmitteln, so wie Suff und, also Alkohol und was weiß ich, Kiffen oder sonst irgendwas zu betäuben. Und ich finde, die Realität ist, glaube ich, die härteste Droge. Und die geben wir uns, Freunde. Und damit beende ich diesen Vlog. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, Shane, dass ihr da wart. Wunderschön, dass ihr euch das angehört habt. Und ich möchte jetzt euer Feedback dazu. In die Kommentare. Feuer jetzt aber hier. Ich gehe jetzt was kochen. Ich bin aus dem Bett hierher. Ich muss essen. Ich habe jetzt Hunger. Los. Feuer.